Das fliegende Jackett. Professor Hansen und seine Frau lebten in einem stattlichen gelben Haus direkt am Meer, irgendwo in Nordfriesland. Der Professor unterrichtete seine Studenten, arbeitete im Garten, ging angeln und machte lange Spaziergänge. Er war im Großen und Ganzen mit seinem Leben sehr zufrieden, aber zwei Sachen gab es, die er höchst ungern tat. Sich etwas zum Anziehen zu kaufen und mit dem Zug zu Konferenzen nach Hamburg zu fahren. Am Tag der Sonnenwende, also am längsten Tag des Jahres, grub der Professor ein Stück Land in seinem Garten um, als er plötzlich das typische Geräusch von platzenden Nähten hörte. »Ach du liebe Zeit«, murmelte er, »ich hab das dumpfe Gefühl, das war mein Jackett.« Und tatsächlich, die Rückennaht seines uralten, zerbeulten Jacketts war von oben bis unten aufgeplatzt, sodass es nicht nur vorne, sondern auch hinten in zwei Hälften geteilt war. Er versuchte zu retten, was zu retten war, knöpfte die Vorderseite zu und benutzte sie als Rückenteil. Aber er musste selbst zugeben, dass die ausgefransten Hälften vorne und Revers plus Knopfreihe hinten ausgesprochen lächerlich aussahen. »Hat wohl keinen Zweck mehr«, seufzte der Professor. »Ich brauche eben ein neues Jackett.« Und er ging zum Fachgeschäft für Herrenmoden. Er hatte ganz vergessen, dass es Mittsommernacht war und dass zu dieser Zeit immer Kobolde ihr Unwesen treiben. Diese Kobolde hatten sich in das Geschäft geschlichen und ein Jackett verzaubert, das in einer Schaufensterecke hing. Und zwar hatten sie es in ein fliegendes Jackett verwandelt. Wenn also jemand das Jackett anhatte und sich aus irgendwelchen Gründen an einen anderen Ort wünschte, trug ihn das Jackett sofort durch die Lüfte an sein Ziel. Wie gesagt, Professor Hansen wusste von all dem nichts. Ihm gefiel nur das grün-braun karierte Muster des Jacketts und er ging ins Geschäft und probierte es sogleich an. Der Inhaber war ganz begeistert, dass schließlich doch noch jemand dieses altmodische Jackett kaufen wollte. »Passt ausgezeichnet«, meinte er, als er dem Professor ins Jackett half. »Wie speziell für Sie gemacht!« Der Professor stimmte ihm zu. »Sie brauchen es nicht einzupacken«, sagte er. »Ich behalte es gleich an. Meine Frau wird angenehm überrascht sein. Sie liegt mir dauernd in den Ohren, dass ich mir endlich ein neues Jackett kaufen soll.« Der Professor zahlte und marschierte höchst zufrieden und stolz aus dem Geschäft. Er freute sich darauf, seiner Frau sein neues Jackett zu zeigen, aber erst wollte er noch ein bisschen angeln gehen. Vielleicht hatte er Glück und fing einen Fisch zum Mittagessen. Beschwingt ging er zum Hafen und ruderte mit seinem kleinen Boot aufs Meer hinaus. »Was für ein herrlicher Tag«, dachte er bei sich und sah in den blauen Himmel hinauf. Mit einem Seufzer der Zufriedenheit warf er seine Angel aus. Das Meer war so ruhig, dass er bestimmt bald einen Fang machen würde, aber die Zeit verging und kein Fisch biss an. Und dann änderte sich plötzlich das Wetter. Es begann zu stürmen, schwarze Wolken erschienen am Horizont und die Wellen warfen das kleine Boot hin und her. Verflixt, keinen einzigen Fisch habe ich gefangen, dafür aber wird mein neues Jackett nass. Ach, wäre ich bloß zu Hause in meinem Garten. Sogleich begann der Zauber zu wirken. Das fliegende Jackett trug ihn schnurstracks in die Luft und flog mit ihm übers Meer. »Heiliges Kanonenrohr, was ist denn nun los? Ich fliege, ich bin über dem Meer, über der Stadt, über meiner Straße, ich bin über meinem Haus!« Langsam, ganz langsam steuerte das Jackett den Garten an und setzte den Professor
sanft auf dem Rasen ab. Also nein. Ich bin in meinem Garten. Ich kann's nicht fassen. Das muss das Jackett sein. Ein Zauberjackett. Der Professor lief ganz aufgelöst ins Haus und rief seine Frau. Guck dir mal dieses erstaunliche Jackett an. Sehr schön, mein Lieber. Aber viel zu gut für die Gartenarbeit. Ach was, das ist doch unwichtig, entfuhr es dem Professor. Pass lieber mal auf. Also, ich wünschte, ich wäre im Garten. Wie ein Blitz schoss der Professor nach oben in Richtung Zimmerdecke, dann aus dem Fenster und hinaus in den Garten. Frau Hansen fielen fast die Augen aus dem Kopf. Sie lief in den Garten und stand mit offenem Mund da. Es hatte ihr die Sprache verschlagen. Es muss verzaubert sein, sagte der Professor. Jemand hat ein ganz normales Jackett in ein fliegendes Jackett verzaubert. Unglaublich, stammelte Frau Hansen. Aber denk doch nur, wie nützlich es dir sein wird. Du kannst zum Beispiel nach Hamburg fliegen, wenn du Konferenzen hast und brauchst dich nicht mehr über die Züge zu ärgern. Professor Hansen schaute etwas skeptisch drein. Wer weiß, ob es so lange Strecken fliegt? Das musst du immer herausfinden. Ich fange am besten gleich damit an. Und den Rest des Morgens verbrachte der Professor damit, vom Esszimmerfenster aus in den Garten zu fliegen, um herauszufinden, wie das fliegende Jackett funktionierte. Gegen Ende des Sommers war der Professor schon ein perfekter Flieger. Und endlich nahte auch der große Tag des Flugs nach Hamburg. Professor Hansen musste zu einer wichtigen Konferenz. Er zog sein Jackett an, schnallte sich einen Rucksack auf den Rücken, verabschiedete sich von seiner Frau und stellte sich in den Garten. »Drück mir die Daumen!« rief er seiner Frau noch zu. Und dann holte er tief Luft und sagte, »Ich wünschte, ich wäre in Hamburg.« Sofort trug ihn das Jackett in die Lüfte. So macht das Reisen Spaß, freute er sich, als er über Felder und Dörfer hinwegflog. Nachdem er ein Weilchen unterwegs gewesen war, bekam er großen Hunger. »Ich glaube, ich esse erst mal ein Butterbrot«, sagte er sich und fing an, in seinem Rucksack herumzukramen. Aber da war nichts Essbares zu finden, nur sein Schlafanzug und seine Zahnbürste. Da plötzlich sauste das Jackett mit ihm nach unten, um einem großen silbernen Ungeheuer auszuweichen, das nun direkt über ihnen dröhnte. »Was du Töne«, staunte der Professor. »Ein Flugzeug im Landeanflug. Ach, ich wünschte, ich wäre irgendwo auf dem sicheren Erdboden und hätte etwas Gutes zu essen.« Der zerstreute Professor hatte ganz vergessen, dass das Jackett ihn an jeden gewünschten Ort trug. Und so war er ganz überrascht, als er plötzlich auf einem Schulhof landete. Die Klassenlehrerin der ersten Klasse staunte auch nicht schlecht, als der Professor mitten im Unterricht vor ihr stand. »Das muss der Schulrat sein«, dachte sie und ging ins Lehrerzimmer, um ihrem Gast eine Tasse Kaffee und ein paar Kekse zu holen. Mittlerweile spielte der Professor mit den Kindern. Sie hatten gerade Zeichenstunde und malten Plakate mit bunten Farben. »Da sind ja alle meine Lieblingsfarben«, sagte der Professor. »Rot und grün und blau und gelb und purpur und ocker. Davon hätte ich auch gerne etwas.« »Wir geben dir gern etwas ab«, sagten die Kinder und füllten etwas von jeder Farbe in kleine Behälter. »Dankeschön«, freute sich Professor Hansen, »aber jetzt muss ich mich leider verabschieden.« Die Kinder sahen staunend zu, wie er vom Schulhof aus startete und in den Wolken verschwand. Der Professor breitete die Arme aus, nahm Fliegerhaltung ein und wollte es sich gerade so richtig gemütlich machen, als der Wind plötzlich stärker wurde. Er wurde so stark, dass der Professor ganz vom Kurs abkam und in Richtung Westen bis nach Bremen getrieben wurde. Und dort
stürmte es so sehr, dass die Deckel von den Farbbehältern gerissen wurden und die Farben die Wolken bunt färbten. Das wird allmählich ungemütlich, seufzte der Professor. Ich wünschte, ich wäre in Hamburg. Das genügte, um ihn wieder auf den richtigen Kurs zu bringen. Kurz darauf stand er schon im Konferenzsaal in Hamburg und hielt seinen Kollegen einen gelehrten Vortrag. Noch am selben Abend flog er nach Hause zurück. Der Sturm hatte sich gelegt und er landete sicher in seinem Garten. Seine Frau war hocherfreut, ihn gesund und munter wiederzusehen, und er erzählte noch lange von diesem Flug.